So, wir starten in dem Teil der Präsentation der Ergebnisse. Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Wunderbar, wie das so schön ruhig wird. Immer ein wunderbarer Moment in einem Auditorium, in Ruhe eintritt. Ich habe ja den sportlichen Ehrgeiz, dass wir alle um 8 zu dem wunderbaren Abendevent voranschreiten, weil da werden wir ja, das werden Sie sehen, Frau Kolper hat Ihre Schürze schon mal getestet, also das wird wunderbar, werden wir dort bewirtet. Das heißt, ich bitte Sie jetzt bei der Präsentation, sich tatsächlich an die 5 Minuten zu halten, und ich werde mit allen möglichen Mitteln das auch versuchen, dass wir das einhalten, denn wir haben 10 Gruppen, die ihre Ergebnisse präsentieren. Dieser Präsentation wird Frau Kolb dann den gemütlichen Teil des Abends einleiten. Ich habe noch eine formale Durchsage. Ihnen sind die Kameras aufgefallen und die Fotografen. Das Ganze ist auch zur Veröffentlichung gedacht. Wer nicht einverstanden ist damit, dass sein Bild in der Öffentlichkeit erscheint, der möge es Dorothee oder hier vorne am Tresen sagen. Große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus, der morgige Tag. Wir starten tatsächlich um 9 Uhr, denn auch morgen haben wir ein sportliches Programm. Und dann steigen wir ohne lange Vorrede in die Präsentation ein. Ich habe gehört, in allen Gruppen ist ziemlich heftig gearbeitet und diskutiert worden, mit Daumen rauf und runter, was Zahlen betrifft und Bauchschätzungen. So war es auch in unserer Gruppe, die Gruppe der Unterhaltungssuchenden A. Und ich bitte die Berichterstatterin, Frau Trauber, auf die Bühne. Und wir brauchen unsere erstaunlichen Zahlen. Ja, da gebe ich Ihnen das Mikrofon. Nein, wir brauchen ein zweites Mikrofon. Ja. Also wir hatten eine sehr illustre und sehr diskussionsbereite Runde. Das hat nicht nur Spaß gemacht, hat auch was gebracht, hoffe ich. Unsere Matrix ist, wir hatten als Vorgabe, das weiß ich aus dem 35, oder muss man das gar nicht sagen, wir haben das ein bisschen geändert. Wir haben bei Buch gesagt, weil ja die Leute, sage ich mal, weniger in den Geschäften kommen, die Großflächen weniger werden, die Buchhandlungen auch weniger werden, haben wir das reduziert auf 28%. Die Zeitschriften, der Zeitschriftenmarkt ändert sich ja auch. Vieles läuft schon über online. Aber es gibt eben die hochwertigeren Zeitungen, deswegen haben Zeitschriften, trotz alledem ist das ein bisschen reduziert, ich glaube um 1%. Bei den Zeitungen bleibt es so. TV, Kino und DVD, Video gibt es ja kaum noch, haben wir auch reduziert auf 28%. Und zwar von 58, das ist doch. Ach ja, von 58, das war der größte Posten. Da haben wir lange debattiert, wohin wir das wie verteilen. Es wird, weil ja viele im Internet inzwischen Filme gucken, haben wir das ins Internet gebracht, Radio haben wir gelassen, wie es ist. Und natürlich wird die bezahlten Internetsachen, also Paid-Content, dazu gehört auch E-Books, wird steigen. So sind wir auf 100%. Wenn ich frage darf, was waren die wesentlichen Treiber, nur ganz kurz? Die wesentlichen Treiber, also wie kommen die Zahlen zustande? Bei dem Internet ist es so, also bei TV ist ganz klar, läuft ganz viel inzwischen über Internet, Filme werden über das Internet geguckt und es wird viel auch Raubkopien geben, das wird einfach so sein, kostenlose Runterladen im Internet, deswegen diese Internetzahl, aber durch den Wertezuwachs, dadurch, dass so viel Neues passiert und auf dem Markt ist, wird es schon sein, dass man versucht, durch Bezahlung eine, ja, sag ich mal, eine Aufwertung zu bekommen. Also, dass man qualitätsmäßig gute Sachen, also genauso wie man jetzt bei der Musikbranche sich immer noch gerne eine CD kauft und nicht nur runterlädt, wird das bei Filmen, bei guten Sachen, denke ich mal, im Internet auch so sein. Ich glaube so. Okay. Jetzt da unten. Ja, die Vertriebswege. Die Vertriebswege, Buchhandel ist schon rückläufig.
Das liegt auch zum einen daran, dass es immer weniger Buchhandlungen gibt. Aber wir haben hier bei dem Versandhandel 37%, das ist aber inklusive der Buchhandlungen mit Internetshop. Also wir glauben nicht, dass es in 15 Jahren noch Buchhandlungen geben wird ohne einen eigenen Shop. Und deswegen hat sich hier die Zahl auf 37%. Die Nebenmärkte werden steigen. Das liegt auch zum einen daran, dass es immer weniger Buchhandlungen geben wird. Das haben wir ja jetzt auch schon, dass wir Zielgruppenläden haben, Manga-Läden und wie auch immer. Oder Spielzeugläden haben inzwischen auch Bücher. Fedes kauft aber auch ganz viel rein. Ja, und das haben wir so gelassen. In aller Kürze, vielen Dank. Ja, dann darf ich die Gruppe Unterhaltungssuchende B auf die Bühne bitten, die, glaube ich, komplett andere Ergebnisse hat, wurde mir eben schon geflüstert. Das ist richtig. Frau Beetz. Genau. Von? Treffen. Ich würde gerne am Anfang zusammenfassen, was so die Themen waren, über die wir am meisten diskutiert haben und denen wir die größte Bedeutung zumessen. Wir haben bei den demografischen Faktoren als Parameter gesagt, dass bis 2025 das Einkaufsverhalten noch stark von unserer Generation geprägt ist, von den Babyboomern, die doch noch sehr gerne lesen, die dann alle in Rente sind und wahrscheinlich recht alt werden, hoffentlich noch ein ganz gutes Einkommen haben und das auch noch für gedruckte Bücher ausgeben. Wir waren uns aber auch im Klaren darüber, und das ist eine große Imponderabilie, was passiert mit der technologischen Entwicklung, wenn man guckt, wie rasant die läuft, und wir reden über einen Zeitraum von 14 Jahren, dann kann eigentlich keiner von uns wirklich sagen, was das für unser Nutzerverhalten bedeutet. Technologie treibt das Kundenverhalten und die Kundenbedürfnisse und bestimmt dadurch den Wertschöpfungskreislauf, und was das bedeutet, ist wirklich ungewiss. Also das können wir auch in der Runde nicht lösen. Wir appellieren daran und wir glauben auch, dass alle Marktteilnehmer hier nicht nur Opfer sind und getrieben sind von Dingen, die sie nicht beeinflussen können, sondern wir gehen auch davon aus, dass wir die Kraft haben, den Markt zu gestalten, vor allen Dingen was die Preisgestaltung angeht. Wir können uns durchaus vorstellen, E-Books auch mindestens so teuer zu machen wie Printbücher, wenn nicht sogar teurer, weil man kann sie auf zahlreichen Endgeräten lesen. Appellieren hier für Selbstbewusstsein, auch bei den Verlagen. Haben allerdings darüber schon eine ganze Menge diskutiert, also es gab nicht zu all diesen Punkten Konsens, aber es ist sicher auch ein Punkt, der das Umsatzvolumen in der Buchbranche oder in unserer Branche positiv beeinflussen kann, wenn man mit Selbstbewusstsein rangeht. Das Thema Preisbindung war für uns ein Aspekt, wird die fallen, bleibt sie bestehen, wie verhält sich die EU dazu? Das Thema Mehrwertsteuer, es ist für uns nicht gesetzt, dass die bei 7% bleibt, auch wenn man nur an Deutschland denkt, glauben wir das schon. Aber in dem Fall müssen wir an Brüssel denken und das ist insofern ein Ungewissheitsfaktor. Ja, dann komme ich mal zu den Ergebnissen. Wir sind davon ausgegangen, inflationsbereinigt, auch das ist ein Aspekt, über den wir diskutiert haben. Nein, Entschuldigung, also absolut nominal kommen wir auf 8 Milliarden Euro für die Belletristik. Also wir sind ja bei der Belletristik. Inflationsbereinigt wären das 7,3 Milliarden Euro. Das heißt, wir sehen für die Belletristik im Umsatzvolumen recht optimistisch sogar eine leichte Steigerung vor. Sie entspricht genau der Zahl, die wir auch geschätzt haben. Ah ja, okay. Stimmt, richtig, ja. Aber Sie haben nicht gesagt, dass das inflationsbereinigt ist. Bei dem gedruckten Buch, und das ist jetzt hier eine sehr, sehr traurige Zahl, also ein absolutes Worst-Case-Szenario mit den 17%. Wir haben am Ende, hätten wir das eigentlich gerne nochmal diskutiert, und es gibt ein Minderheitsvotum, was auch sagt, es können auch durchaus noch 25% Marktanteil sein fürs gedruckte Buch. Also das bitte nicht allzu wörtlich nehmen, irgendwo zwischen 17% und 25%, wobei das Votum am Anfang der Diskussion war für 17%. Die Zeitschrift, da werden Sie überrascht sein, haben wir nach wie vor mit 5% bewertet. Warum? Weil wir auch glauben, und das war auch ein Aspekt, den wir diskutiert haben, dass es eventuell auch wieder so einen Trend rückwärts gibt, dass man vielleicht irgendwann auch müde ist, immer nur auf elektronische Geräte und auf Daten zu gucken.
auch bei der Belletristik, also bei der Unterhaltung, wir sind ja hier bei der Unterhaltung, Entschuldigung, und dass insofern Zeitschrift schon durchaus noch einen Wert haben kann und dabei stabil bleibt. Die Zeitung ist gleich geblieben, wie gesagt, Unterhaltung, Zeitung wurde für 2010 mit 1% bewertet, das haben wir nicht in Frage gestellt. Bei TV, Kino, Video haben wir das Video, für das bezahlt wird, in den Paid Content gepackt, haben bei TV die GEZ-Gebühren berücksichtigt und ansonsten gehen wir davon aus, jetzt jubeln alle, Herr Borsche, dass die Menschen also auch gern noch ins Kino gehen, weil das Kino ein Gesamtpaket darstellt, inklusive Popcorn und Gesellschaft und glauben, dass das eigentlich schon noch Relevanz haben wird. Radio war bei null, Internet, das muss ich noch dazu sagen, wir haben einfach gesagt, das ist der Umsatz, den die Branche machen wird, unabhängig davon, wie viel gesamt abwandert über Raubkopien und so weiter ins Internet, also das ist das, was bei uns am Ende auf der Rechnung steht, insofern haben wir die Null hier gelassen, wir könnten jetzt hier lang drüber diskutieren, wie man das bewerten kann, machen wir aber nicht. Und Paid Content ist der Anteil, gerade Belletristik, also Apps, E-Books vor allen Dingen in der Belletristik, den messen wir eine recht hohe Umsatzrelevanz zu. Bei den Vertriebswegen, da wir ja bei den Babyboomern sind und wir alle noch mit Buchhandlungen aufgewachsen sind und gerne Bücher lesen und wir glauben, dass die älteren Menschen loyal sind zu ihrem Buchhändler und das auch sehr schätzen und dass es auch von diesen Lieblingsbuchhandlungen wieder mehr geben wird, von den schön sortierten, haben wir das gar nicht so pessimistisch eingeschätzt, sondern mit 42% bewertet für die Belletristik. Versandbuchhandel mit 50%, klar, der wird stark wachsen. Die Nebenmärkte, wohlgemerkt Belletristik, und dazu gehören auch nicht buchhändlerische E-Commerce-Plattformen, also was weiß ich, wenn Mediamarkt über Red Kuhn jetzt über eine E-Commerce-Plattform Belletristik verkauft, gehört die mit dazu. Haben wir aber trotzdem bei der Zielgruppe eher zurückgenommen auf 8% und die institutionellen Aggregatoren mit 0 bewertet. Das war's. Vielen Dank. Gerne. Sehr spannende Ergebnisse. Sie werden das dann hier auch kompilieren. Sie sehen die Unterschiede. Dann kommen wir zur nächsten Gruppe. Das ist Kinder und Jugend. Stellen Sie sich kurz vor. Mein Name ist Andrea Nunne, ich bin Buchhändlerin aus Hamburg und AKS-Sprecherin und heute Abend spreche ich jetzt für den Kinderbuchbereich und wie der sich entwickelt. Vorab wollte ich einmal ganz kurz unsere Teilnehmerrunde schildern. Ich hatte das Gefühl, wir hatten eine sehr kompetente und auch sehr breit aufgestellte Mischung. Vertreter aus Buchhandlungen, Verlagen, Berater, Institutionen wie die Stiftung Lesen. Was, finde ich, die Ergebnisse nicht unbedingt besser macht, weil insofern, weil ich sie als sehr enttäuschend empfinde, ist vielleicht nicht die Zahlen, die wir gerne hätten, aber sie machten doch einen sehr realistischen Eindruck. Ich stelle sie Ihnen nicht gerne vor, aber so haben wir sie einheitlich und auch mit Fakten angereichert so gemeinsam festgelegt. Vorab zu den Gründen, inwieweit wir das Kinderbuch wie wir die Entwicklung des Kinderbuches einschätzen, einmal später die demografische Entwicklung, eine sehr wichtige Rolle, dass wir deutlich weniger Kinder in 15 Jahren haben werden und parallel dazu sicherlich die steigende Internetnutzung. Das führt natürlich zu einer anderen Verteilung, als sie in der Matrix von 2010 steht. Wir haben lange darüber diskutiert, das ist einer der zentralen Punkte gewesen, wie weit wird sich das gedruckte Kinderbuch reduzieren. Und wir haben mit einer Zweidrittelmehrheit, wir haben hart drum gerungen, wirklich eine Halbierung dort stehen, was ich sehr heftig finde. Und deswegen mein Resümee zu Anfang, das ist ein bisschen trotz der kompetenten Runde oder vielleicht auch gerade dieses Ergebnis da zustande gekommen ist. Genauso sehen wir auch die Reduzierung der gedruckten Zeitschrift, Zeitung ist irrelevant. Bei dem Punkt TV, Kino, Video und Internet, da ist einfach die bestehende Matrix natürlich nicht sinnvoll aufgebaut, weil hier Internet bei TV, Kino auch schon reinspielt. Wir haben das jetzt erstmal so gelassen, haben später dann eine dritte Matrix quasi erstellt, die ich hier, glaube ich, jetzt nicht zeigen kann, die das ein bisschen besser auflöst. Wir gehen davon aus, TV, Kino, Video reduziert sich etwas, Radio bleibt gleich, weil es ins Internet hineingeht.
Internet deutlich gestiegen auf 35% die unbezahlte Internetnutzung und Paid Content dann nur 10%. In der dritten Matrix, die wir hier nicht zeigen können, haben wir den Paid Content durchaus nochmal aufgelöst. Da kommen wir dann vielleicht auf 2-3% Buchanteil, E-Books, 4% Games, auch ein Bereich, der hier vielleicht fehlt. Ich würde gerne zwischendurch ein Zitat von Herrn Stegen vom Oettinger Verlag reinbringen. Der Markt erodiert in einer Geschwindigkeit wie noch nie. Das vielleicht zu der Aufteilung, wieso es unsere Zahlen so ausschauen. Der Gesamtmarkt. Zum Vertriebsweg. Wir sehen genauso wie die Gruppe vor uns, dass der Versandbuchhandel nochmal deutlich zunehmen wird. Insofern kommen wir vielleicht auf den stationären Buchhandel mit 45%, Versandbuchhandel genauso groß. Nebenmärkte, da hatten wir noch ein etwas bitteres Zitat von Frau Kranz aus der Stiftung Lesen, ist in den Nebenmärkten 2025 die Buchhandlungen enthalten, die sich zu Nebenmärkten entwickelt haben. Ja, vielleicht als Resümee, was aber auch bei rausgekommen ist, es wird nicht für alle Buchhandlungen, für alle Verlage negativ ausgehen. Einzelne Buchhandlungen werden durchaus ihre Chance haben. Wunderbar, vielen Dank. Das sind ja schon Zahlen, die sich in der Dramatik erstaunlich darstellen. Als nächstes, ja, eine Frage? Ja, Holger. Nur eine Frage. Wir sind davon ausgegangen, dass die Zahlen aus der Matrix von 2010, das ist in etwa bei 5,3 Milliarden Kinderinhalte, Kindermedieninhalte bleiben wird. Der gesamte Buchmarkt ist 2010 sind 9 Milliarden. Holger, das sind keine Buchumsätze. Kindermedien, einschließlich Zeitschriften, Internetnutzung, allem drum und dran. Okay, die erste Grafik betrifft den Gesamtmarkt für Kinder- und Jugendmedien und entsprechend ist auch die Umsatzzahl zu sehen. Die zweite Grafik, da sind dann 530 Millionen drin, das betrifft den Vertrieb von gedruckten Büchern. Dann sieht man schon eine ganz andere Dimension. Ja, dann kommen wir jetzt zur Gruppe Reiseinformationen. Herr Seligmann. Ja, ich bin Andreas Seligno, ich verkaufe das Verlagsprogramm Eddy und deshalb interessiert uns, was wir bei neuen technischen Entwicklungen für neue Metadaten pflegen müssen und so weiter. Unsere Gruppe hat als spannendes erstes Ergebnis, wir rechnen mit einem wachsenden Markt von Reiseinformationen. Und, um es schon ein bisschen vorwegzunehmen, vielleicht bleibt davon sogar etwas mehr im Verein als bis jetzt. Warum wächst der Markt? Einerseits, es gibt mehr Singles. Wir müssen also zwei, die verreisen, zwei Bücher kaufen und nicht mehr nur eins. Es gibt Demokratisierung des Reisens mit dem Thema Billigflieger und so weiter. Also hier entwickelt sich einiges. Und wir haben nicht das Problem weniger Kinder, sondern wir haben das Glück, mehr Rentner mit Zeit und Geld, die auch die restliche Welt unsicher machen und Informationen brauchen dafür. Und auch Zeit haben, sie zu verdauen. Deshalb gehen wir also von einem Wachstum aus von etwa 6%. Ich stehe hier ungünstig davor, das ist ein bisschen unpraktisch. Und zwar gehen wir auch davon aus, dass der Paid Content im Reisemarkt stark wächst. Wir hatten ein bisschen Schwierigkeiten mit der ganzen Abgrenzung. Was ist eigentlich ein Buchhändler, was ist ein Versandbuchhändler? Ab wann ist Thalia plötzlich ein Versandbuchhändler oder switchen die gleich zum Paid Content Anbieter? Was ist da eigentlich und wann kauft Amazon sich eine Buchhandelskette? Also wir wissen es einfach nicht. Das war für uns ein bisschen schwierig, die
die Zahlen da einzusetzen. Insgesamt kommt für uns, für den stationären Buchhandel, den klassischen Buchhandel, eine Erwartung heraus, dass sich die Umsätze fast halbieren werden mit Reiseinformationen zwischen zwei Buchdeckeln. Das ist unsere Einschätzung, aber wir haben uns darauf geeinigt, wir nehmen an, dass die kostenlose Information im Internet zurückgeht gegenüber einer ganz starken Steigerung des Paid-Content. Und hier, wenn wir also von 20% Buch auf 12% Buch gehen, aber der Paid-Content stark steigt, ist dort eine Chance für Verlage, wenn sie clever sind, diese Paid-Content-Anbieter zu werden und damit in unserer Branche hier vielleicht sogar mehr bleibt. Das ist eine optimistische Schätzung, aber es könnte ja vielleicht so sein. Vielleicht sind die Verlage so clever, das hinzubekommen. Was wir überhaupt nicht absehen können, ist die Entwicklung, die technische Entwicklung, was ist in diesen 15 Jahren. In den letzten 15 ist ganz viel passiert. Wir haben plötzlich keine Landkarten mehr, sondern alles auf unserem iPhone und den anderen schönen Gerätchen. Da ist was Gewaltiges passiert, dass der ganze Landkartenmarkt weggebrochen ist. Und das Thema Augmented Reality, unsere Telefone haben nicht nur die Karte dabei, sie wissen auch, wo wir sind auf der Karte und können uns Inhalte zu Orten anzeigen. Und wie das Ganze sich in diesen nächsten 15 Jahren entwickelt, können wir gar nicht abschätzen. Da können noch ganz tolle Sachen passieren. Ja, vielen Dank. Auch hier dramatische Entwicklung. Dann kommen wir zur Gruppe, die relativ dicht dran liegt, nämlich Ratgeber, Praxisinformationsinteressierte. Auch dort die Frage, wie sich das entwickeln wird. Stellen Sie sich kurz vor. Kurz, mein Name ist Karin Scheller, Geschäftsführerin von Advertis. Das ist die Agenturgruppe Media Cologne. Wir haben schon Lösungen für Verlage, die hierbei hilfreich sind und entwickeln die auch. Und deshalb freue ich mich auch über unsere erste fruchtbare Diskussion und die Ergebnisse, die ich vorstellen kann. Im Bereich Ratgeber haben wir zuallererst gesagt und waren uns auch schnell einig, dass dieser Markt noch wachsen wird und sich um 10% nach oben entwickelt. Die 60er-Jahres-Generation der Babyboomer ist stark vertreten und insofern, wie mein Vorredner sagte, auch unser Glück. Und diese Zielgruppe hat einen Ratgeberbedarf. Sie hat ihn allerdings nicht mehr so stark im gedruckten Buchbereich, sondern das ist zurückgegangen oder wird nach unserer Einschätzung auf 20% zurückgehen, von jetzt 30%. Die Zeitschriften um 10% zurückgehen, von 35 auf 25. Die Zeitung hier von relativer Bedeutungslosigkeit in ganzer Bedeutungslosigkeit versinken. TV, Kino, Video haben wir uns ein bisschen schwer getan, die Zukunft einzuschätzen. Mit dem Medienübergreifen gehe ich jetzt eigentlich an dem, was wir heute einen Computer nennen, oder nutze ich meinen Fernseher auch mit Internetlösungen? Und sind von daher zu dem Schluss gekommen, dass es leicht steigt, von 5% auf 8%. Radio bedeutungslos ist für Ratgeber. Internet zunehmend an Bedeutung gewinnt. Schönes Beispiel hatten wir, früher wurde meine Hecke braun und ich habe mir einen Buch von Ulmer geholt. Heute wird meine Hecke braun und ich google erstmal braune Hecke. Paid-Content wird zunehmen, denn unter Paid-Content sind die E-Books. Unter Paid-Content ist, wenn die Inhalte qualitativ gut aufbereitet sind, eben auch das Potenzial, hier über die ersten Informationen, leider war die Hecke nach 3 Monaten immer noch braun, und jetzt brauche ich dann noch gute Informationen und die kosten Geld und dieses Geld gebe ich aus. Ein Grund ist auch, dass die Ratgeber gefragt sind, demografische Verschiebung, aber auch geringere Renten, denn jeder, der jetzt keine ausreichende Zusatzrente hat und die Kinder später bekommen hat, hat noch länger Belastungen, später weniger Geld zur Verfügung,
hat auch in unserer Generation schon eine höhere Medienkompetenz. Also sucht sich Informationen, weiß, wie er Informationen sucht, weiß auch, wann er damit in die Tiefe geht. Wir haben ein gestiegenes Informationsbedürfnis. Um es auch mal auf ein plattes Beispiel zu bringen, wenn die Zipperlein zunehmen und das Geld oder das Bewusstsein für Wellness da ist, dann wird man sich da auch umfassender informieren, die Zeit dazu haben. Und kommen bei der Verteilung in den Vertriebswegen zu einem ganz, ganz deutlichen Zuwachs Versandbuchhandel. Ob das jetzt dann Thalia als Versandbuchhändler ist, aber wir haben in erster Linie schon die eigenen Angebote der Verlage dort gesehen. Bei den Ratgeberverlagen ist es im Buchhandel auch so, dass die Regalfläche drastisch abgenommen hat. Der Buchhändler ökonomisch vertretbar eigentlich auch die Breite und Tiefe nicht abdecken kann, die Ratgeberverlage anbieten. Von daher eine eindeutige Verschiebung von Buchhandel zu Versandbuchhandel. Mit den Nebenmärkten haben wir uns auch mit der Definition, ist der Buchhändler, der jetzt auch schon irgendwie alles Mögliche dazu verkauft, wie wird sich das verschieben? Haben hier aber das konstant als Ceteris Paribus angenommen. Und für den privaten Infobedarf Ratgeber spielen die institutionellen Aggregatoren keine Rolle. Vielen Dank. Das heißt, Sie sehen wesentlich eine Verschiebung auch ins Kostenlose, wenn ich das hier richtig interpretiere. Ins Kostenlose ja. Hauptsächlich, ja. Aber auch mit Riesenchancen in Pay-Content. Okay, vielen Dank. Wir segeln immer ferner den traditionellen Wegen, auch des Buchhandels. Ich bin mal sehr gespannt, was jetzt die Gruppe der Sachinfo-Interessierten sagt, denn das ist ja auch ein Thema, das die Verlage auch stark spüren im Vertrieb. Frau Heidel. Verlagsberaterin für Fachverlage vorwiegend. Ja, unsere Gruppe sehr groß, 17 Menschen, sehr breit gefächert vom Tätigkeitsspektrum her und auch von der Affinität her. Heiße Diskussion, nochmal vielen Dank im Moment vorläufig schon mal an unseren Moderator, der uns gebändigt hat nach allen besten Kräften, die er zur Verfügung hatte. Danke nochmal. Gut, wir haben sehr viel über die Parameter gesprochen. Im Sachbuch, das sind eben nicht die Ratgeber, das sind auch nicht die Fachbücher, das sind Titel wie Biografien, historische Bücher, Bücher zum Thema Wirtschaft und Politik, aber auch Lexika. Also auch innerhalb dieser Sachgruppe sehr, sehr differenziert, womit wir es hier zu tun haben. Und das wirkt sich natürlich hier auch in den Medien sehr stark aus. Wir haben dann, nachdem wir diese Diskussion sehr ausführlich geführt haben, haben wir es uns etwas einfach gemacht. Wir haben gesagt, wir haben uns die Frage gestellt, wird der Bedarf an Sachinformationen eher steigen oder eher fallen? Wir sind dann zu der Einschätzung gekommen, das Bedürfnis nach Sachinformationen wird wachsen um 14,4%. Diese Zahl haben wir sofort auf den Umsatz geschlagen. Ob man das so machen kann, weiß ich nicht. Lassen wir einfach mal außen vor, wir haben es so gemacht, damit Sie schon mal im Bilde sind. Also wir sind sehr hoffnungsfroh und sehr optimistisch. So, aber dann kommt der dicke Hammer. Die Sachinformation wird sich nicht so sehr, also das wachsende Bedürfnis nicht so stark in den traditionellen Medien auswirken, in den Printmedien. Hier spielt die Musik. Und in diesem Bereich haben wir uns dann noch eine ganze Weile über die Kategorien unterhalten. Meine Vorrednerinnen und Redner haben es schon erwähnt. Diese Differenzierung TV, Radio, Internet ist schwierig. Wir haben es im Jahr 2025 mit einem Szenario zu tun, wo das alles integriert sein wird. Da wird nicht mehr differenziert. Das wird ein Device sein, das wird ein Medienerlebnis sein. Natürlich, das eine textbasiert, das andere bildbasiert, aber nichtsdestotrotz kann man da keine ordentliche Unterscheidung mehr treffen. Paid-Content hat uns auch nicht ganz glücklich gemacht als Kategorie. Wir haben sie umbenannt in Paid-Services. Wir reden hier nicht nur über Content, sondern wir reden auch über Services, Paid-Communities und so weiter. Auch hier hat uns ein bisschen die Differenzierung gefehlt. Beim Thema Internet
haben wir gesagt, okay, ganz klar, es ist free als Kategorie und wir haben diese Kategorien weiteren Radio, TV haben wir auch stehen lassen, so wie sie waren, um das Ganze jetzt nicht über den Haufen zu werfen. Man sieht es hier schon, die Kategorie Buch wird leiden. Ich sehe jetzt zum ersten Mal das Endergebnis, wir haben einzeln abgestimmt. Es ist jetzt erst zusammengeführt worden. Und ja, ganz klar, also wir haben auf der einen Seite die Umsatzsteigerung und auf der anderen Seite hier diesen Bereich Free, der auch ziemlich fett daherkommt. Da haben wir dann hier in diesem Bereich eine sehr große Herausforderung zu bewältigen, wenn man das mal alles zusammennimmt. Zeitung, Zeitschrift wird graduell nach unten gehen. Klar, das entspricht allgemeinen Mediennutzung. Auch hier, glaube ich, haben wir eine Abwärtstendenz bei TV und bei Radio auch. Ja, also hier liegt die ganz große Herausforderung. Und das Thema Services muss durchdekliniert werden. Wie gesagt, wir reden hier nicht nur über Content. Bei dem im Vertriebsbereich, der Buchhandel, auch moderate, ich glaube moderater Abfall, aber nicht allzu stark. Versandhandel steht zur Disposition, die haben wir nicht zu Ende diskutiert. Es gab durchaus Stimmen, die sagen, nie und nimmer wären das 50%, da wären 30% schon sehr hoch. Also würde ich noch ein kleines Fragezeichen dahinter machen. Wir haben eingeführt, dass die Kategorie Direktvertrieb, die mit einer aktuellen Zahl von 18% daherkommt, hätten wir eigentlich in der Projektion auch nochmal nach oben ziehen müssen. Das sind eben die E-Shops der Verlage. Wir gehen davon aus, dass der Umsatz, der über diese Kanäle, über diesen Kanal generiert wird, doch nochmal sehr stark wachsen wird. Also hier würde ich sagen, sind wir noch nicht so ganz im grünen Bereich mit unseren Einschätzungen, aber sie spiegeln ungefähr eine Tendenz wider. Gut, was haben wir noch? Ich glaube, das war's. Doch, es gibt einen großen wichtigen Punkt, einen ganz wichtigen Punkt, und zwar gab es eine Abweichung bei der Einschätzung der Frage, wie das Bedürfnis nach Sachinformation sich entwickeln wird. Ein Kollege hat also gesagt 1000% Wachstum. Warum? Weil wir übergehen in eine Wissensgesellschaft auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch die Verfügbarkeit wächst. Also das wollte ich noch erwähnt haben, um auch dieser Meinung Rechnung zu tragen. Gibt es noch Fragen? Vielen Dank. Muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Genau. Einladung. Wenn ich nur auf eine Zahl hinweisen darf, Sie hatten gesagt moderat. Also wenn 60 auf 35 ist nicht moderat, sondern dramatisch. Die Zahl fehlte, aber Sie sehen, Sie schätzen ja fast eine Halbierung des Absatzes des gedruckten Sachbuches über den Buchhandel. Das ist schon, muss ich mal sagen, das ist schon dramatisch und das ist ja auch etwas, was man momentan sehen kann. Wir kommen jetzt in den Bereich der Wissenschafts- und Fachinformationen und machen weiter mit den Geisteswissenschaftlern. Und sind gespannt, wie die Geisteswissenschaftler mit den Zahlen umgegangen sind. Da ich selber Geisteswissenschaftler bin, kann ich mir den Witz erlauben, er lag einfach zu nah. Okay, ich muss jetzt 50 Cent, glaube ich, in die Kasse des Börsenvereins für schlechte Witze einzahlen. Ja. Bitte stellen Sie. Ich da und ich präsentiere jetzt die Ergebnisse für die Geisteswissenschaften. Und ich fange mal lieber andersrum an. Also was wir feststellen bei den Wissenschaften ist einfach eine Zunahme im Bereich elektronische Medien. Und da war uns eigentlich mit diesen Kategorien Internet und Paid-Content nicht ganz klar, wie wir sie einordnen sollen. Und haben am Ende ganz optimistisch gesagt, dass Paid-Content eine Chance für die Geisteswissenschaften ist. Paid-Content haben wir nochmal unterteilt in Open Access. Und zwar deswegen auch als Paid-Content, weil hier natürlich die Frage ist der Finanzierung. Dann reiner Paid-Content, also Abos und zum Schluss auch noch Premium-Modelle, also freier Zugang mit Serviceleistungen, die am Ende bezahlt werden. Das Ganze geht natürlich zulasten des Buches, was wir von 30% auf 15% reduziert habe und noch wesentlich mehr zu Lasten der Zeitschriften von 40% auf 10%. Keine Rolle spielen Zeitung, TV und Radio. Matrix 2
Sagen Sie noch was zum Internet, da haben Sie einen Rückgang. Das ist schon ganz erstaunlich. Ja, weil wir denken, dass im Paid-Content eine größere Chance liegt, einfach an den Serviceleistungen. Also wir haben gesagt, da war bei uns eine große Diskussion, ob wir aus Produzentensicht das Ganze sehen oder aus Nutzersicht. Und aus Nutzersicht wird es so sein, dass zwar viele Informationen frei zugänglich sind, aber es Serviceleistungen gibt, die bezahlt werden müssen. Matrix 2 bezieht sich zwar jetzt direkt nur auf Buch, was natürlich ziemlich problematisch ist, weil wir hier eine Halbierung für den Anteil von Buch haben. Und damit wir sind ein bisschen in Diskussion gerannt, was zwischen Buchhandel und Versandbuchhandel ist. Also es gibt genügend lokale Buchhändler, die auch einen E-Shop haben, einen Versandbuchhandel. Und deswegen haben wir den Versandbuchhandel etwas höher angesetzt und den Buchhandel an sich wieder reduziert. Neu hinzugekommen sind die Nebenmärkte mit 2%. Und hier sehen wir einfach Ausgliederung von Bibliotheken oder Universitäten oder Privathochschulen, die ein eigenes Wirtschaftsunternehmen gründen und dann ihre Leistungen bezüglich Paid-Content verkaufen. Und wir sehen hier eine große Konkurrenz zu Verlagen und zu Buchhändlern in diesen Nebenmärkten. Die institutionellen Aggregatoren sind nicht weiter angestiegen. Wesentlich interessanter, was jetzt hier auch nicht angezeigt wird in der Grafik, ist die Verteilung bei Paid-Content. Und da haben wir für Buchhandel und Versandbuchhandel eine Gesamtsumme von 18% ausgemacht, für die Nebenmärkte auch 2%. Das ist die gleiche Argumentation wie hier und hier aber die institutionellen Aggregatoren bei 60%. Also das sind ganz klar Dienstleister, die verlegerische Dienste anbieten, Bibliotheken, die zu einer Konkurrenz für Verlager werden, auch für Buchhandel, oder auch Buchhändler, die verlegerische Leistungen übernehmen und dann zur Konkurrenz für Verlagen werden. Was noch sozusagen große Erkenntnis oder was immer unsere Tendenz oder was Einflussfaktoren für diese Überlegungen sind, ist, dass wir natürlich nicht wissen, wie sich zum Beispiel die EFG verhält, also politische, gesellschaftliche Faktoren. Wir wissen nicht, wie die EFG stark die Open Access Bewegung weiter vorantreibt. Letztendlich ja, dass die Rolle des Buchhändlers sich komplett ändert, dass er wesentlich mehr Dienstleistungen anbieten muss, also nicht nur der Verkauf des Buches, sondern eben auch Serviceleistungen. Ja, das war unser Ergebnis. Vielen Dank. Da haben Sie schon einen Ausblick auf morgen gegeben, nämlich die Veränderung der Rolle des Buchhandels. Ich glaube, das werden wir jetzt auch in der nächsten Gruppe sehen, beim Thema Recht, Wirtschaft, Sozialwissenschaften. Wer ist da der Berichterstatter? Ja, kommt schon. Ja, mein Name ist Matthias Schmend, ich bin Berater und als solcher in die Rolle des Conferenciers in unsere Gruppe bestimmt worden, weil ich relativ neutral zwischen den einzelnen Fraktionen vielleicht vermitteln kann. Bei uns war zunächst mal ein wesentlicher Punkt, dass wir über die Prämissen des Wandels nochmal diskutiert haben, eine ganze Zeit lang, und wir waren der Meinung, dass einige mehr noch Parameter genannt und diskutiert werden müssen. Insbesondere waren wir der Auffassung, dass der demografische Wandel nicht reicht, um die Entwicklung des Marktes zu bestimmen. Wir haben noch den Faktor Zielgruppe mit drin. Also die Zielgruppe kann sich anders entwickeln als der demografische Trend in der Bevölkerung generell. Auch wir sehen, wie die Gruppe zuvor schon, die Politik als Einflussfaktor, den man mit berücksichtigen muss. Dazu den Punkt Wettbewerb. Und zwar beim Wettbewerb sehen wir insbesondere einen Wettbewerb von nicht typischen Gruppen, die also nicht aus der Branche oder dem Branchenumfeld des Buchmarktes kommen, sondern ganz von außen in diese neuen Märkte, in diese neuen Perspektiven vorstoßen. Und schließlich noch ein Punkt, die Frage der medialen Bindung zwischen einem Anbieter und seinen Nutzern. Wir wissen nicht, wie sich das entwickeln wird. Das heißt, werden sich die Leute an ein Online-Angebot eines Verlages binden wollen oder wollen sie lieber auf längere Sicht eine neutrale Plattform, also eine verlagsunabhängige Plattform bevorzugen?
oder bevorziehen wollen, sodass wir hier nicht wissen, ob sich hier entsprechende Chancen für die Verlage auftun oder nicht. Auch der Punkt Self-Publishing hat bei uns eine große Rolle gespielt. Im Bereich Recht wurde das andiskutiert, dass es einige Juristen gibt, die mit Blogs und mit anderen Angeboten einfach selber schon am Markt tätig sind und Informationen anbieten. Im Bereich Wirtschaft genauso. Also das ist ein Faktor, den hier der Markt entsprechend berücksichtigen muss. Was den Markt oder die Marktentwicklung generell anbelangt, haben wir uns der Meinung von Herrn Beck angeschlossen, der Auffassung war, dass insgesamt der Markt im Bereich Recht, Wirtschaft, Steuern, das muss eigentlich Steuern heißen, nicht soziales. Ja, Recht, Wirtschaft, Steuern. Ja, genau. Dass der sinken wird, und zwar deswegen, weil der Printmarkt sehr stark abnehmen wird und diese starke Abnahme von dem Online-Bereich nicht wird kompensiert werden können. Wir haben uns als Zahl darauf geeinigt, dass das Marktvolumen von jetzt etwa 600 Millionen auf 550 Millionen abnehmen wird. Die Zahlen dazu sehen Sie hier. Der Buchmarkt, Buch nur noch 15%, Zeitschriften stark rückläufig 5%, weil wir der Auffassung sind, dass sehr aktuelle Themen künftig nur noch online gehandelt werden und nicht mehr in gedruckter Form. Und entsprechende Zunahme dann hier, Internet 30%. Und Paid Content sogar relativ viel. Also wir sehen durchaus Chancen für Paid Content in diesem Bereich. Wir haben allerdings auch bei der Markteinschätzung eine Minderheitenmeinung noch gehabt. Das soll ich hier auch ausdrücklich noch erwähnen und mache ich auch gerne. Der jüngere von den beiden Verlegern glaubt, dass der Markt sogar, also dieser Markt hier, wachsen könnte, wenn sich entsprechende neuartige Angebote, neuartige Services realisieren lassen und die natürlich auch dann aus dem Verlagsumfeld entsprechend angeboten werden oder sei es eben auch durch Fremde. Also es gibt eine Möglichkeit für ein Wachstum, allerdings die Chancen dafür sind nicht besonders groß. Der letzte Punkt schließlich, die Matrix 2, da gab es bei uns eine Irritation, weil wir nicht genau wussten, wo man den Direktversand der Verlage einordnen solle, der nach fast einhelliger Meinung der Anwesenden in der Gruppe eine starke Bedeutung bekommen wird. Also Verlage werden künftig sehr viel Geschäft direkt machen und dann eben entsprechend hier unsere Zahlen. 15% Buchhandel, 70% Versandbuchhandel, ein extremes Wachstum in diesem Bereich und am Schluss noch 15% für institutionelle Aggregatoren. Ein Punkt, den ich jetzt noch erwähnen muss, den ich vorher nicht erwähnt hatte, wir gehen davon aus, in dem Bereich hier oben, dass Verlage sich noch einfach zusätzliches Geschäft, insbesondere durch Veranstaltungen und Services erschließen können. Und das spiegelt sich jetzt hier in den Zahlen nicht wieder, weil wir wollten die Matrix an sich jetzt nicht umstellen oder verändern. Ja, das wäre es eigentlich für uns. Ja, vielen Dank. Auch für dramatische Veränderungen. Jetzt wäre eigentlich die Gruppe der Naturwissenschaftler dran. Aber im Gegensatz zu den Geisteswissenschaftlern, die ihr rechnen können, sind die noch beschäftigt mit Formeln und auf der Suche nach der letzten Wahrheit. Und vielleicht treffen sie noch ein und werden uns dann in ganz neue Dimensionen führen. Wenn heute jemand einen verwirrten Naturwissenschaftler sehen sollte, vielleicht kommen sie zum Grillen, ermuntern sie die Leute weiterzumachen. Vielleicht finden Sie ja, wie die schwarze Materie, die ja jetzt angeblich entdeckt worden ist, finden Sie auch hier die Formel. Nein, es kommt jetzt kein Naturwissenschaftler, sondern wir kommen zur nächsten Gruppe, nämlich dem schulischen Lernen, auch einen sehr wichtigen Markt. Miriam. Miriam Hofheitz von der Firma Bookwire. E-Book-Vertrieb machen wir. Ich fand deswegen das schulische Lernen auch super interessant, weil ich da relativ unbedarft an die Sache herangegangen bin. Also weder Kinder habe, noch irgendwie jetzt mit Schulbuchverlagen so viel zu tun hatte. Deswegen super spannend für mich. Wir hatten auch tolle Buchhändler dabei und auch Verlage, die wirklich aus dem Nähkästchen geplaudert haben. Also sehr, sehr toll. Wir gehen zuerst mal, wir haben die Einteilung machen müssen, haben wir beschlossen, in den klassischen schulischen Markt, also in den Vormittagsmarkt, was ich auch gelernt habe, also die klassischen Schulbücher, und den Nachmittagsmarkt, also was denn die Eltern Geld ausgeben für Zusatzinfos für ihre Kinder, dass die entsprechend da auch mitkommen, also mit dem G8-Gymnasium oder sowas haben wir da auch Nähkästchen-Sachen gehört. Das ganz große Problem beim Schulischen ist außerdem, dass wir nicht wissen,
wie sich die Kultusministerien irgendwie verhalten. Es kann sein, dass morgen beschlossen wird, quasi jede Schule in Deutschland bekommt ein iPad. Dann sind wir sehr, sehr schnell dabei, dass es halt keine Bücher mehr in Schulen gibt und das Thema erledigt. Oder es kann halt sein, dass die nächsten 50 Jahre dann in die Richtung, dass wirklich in allen Schulen übergreifend, jetzt von Projektschulen mal abgesehen, dass sich da halt weiterhin nichts tun wird, sage ich mal, und es weiterhin schön klassisch mit Buch auch so weiter funktioniert. Wir sind dann davon ausgegangen, dass es eher schleppend sein wird, dass sich Kultusministerien also nicht morgen entscheiden werden, auch in diesen 14 Jahren nicht zu sagen, okay, wir machen jetzt alles auf iPad, sondern sind eher ein bisschen konservativ an die Sache rangegangen. Grundsätzlich sind wir von dem Umsatzvolumen gesagt, dass es sinkt, dadurch, dass wir halt eine sinkende Geburtenrate haben von 15%, wurde angesagt, aber wir auch einen Zuzug haben von Familien, die je nachdem, wenn sie Migrationshintergrund haben oder sowas, vielleicht auch den schulischen Bereich ein bisschen aufwerten oder vergrößern im Sinne, dass neue Projekte da gemacht werden. Also Schulbücher für ausländische Sprachen zum Beispiel, dass sich da noch ein Markt entwickeln wird. Zu 2010 haben wir eben gesagt, dass sich das, achso, jetzt fehlt es oben dran, gell? Das Buch immer noch der Bringer eben sein wird für den klassischen Vormittagsbuchhandel. Und dass das kostenlose Internet, was vorher mit 30% war 2010, im klassischen Markt sinken wird, weil es einfach in Paid Content übergehen wird im Vormittagsbereich. Im Nachmittagsbereich wird das Schulbuch klassisch, also das Printbuch, sinken, haben wir auf jeden Fall gesagt. Also mit 20% relativ gering, weil sich die Eltern mit Paid Content, schnelle Verfügbarkeit online, sich das alles holen werden. Und zu den Märkten haben wir gesagt, hat das, also hier ist auch nochmal die obere Zeile ist Vormittag und die untere ist Nachmittag, genau. Dass im Vormittagsbereich, also klassischer Schulbuchhandel, der Buchhandel und der Versandbuchhandel 50-50 bleiben wird, also dass die Schule immer noch bei dem ansässigen stationären Buchhandel, selbst wenn der nicht mehr im gleichen Dorf zum Beispiel ist oder in der gleichen Stadt, weil er leider zugemacht hat, aber die auf jeden Fall ins Nachbardorf gehen, in den stationären Buchhandel. Nebenmärkte und institutionelle Aggregatoren machen in dem Fall keinen, es sind irrelevant. Und im Nachmittagsmarkt haben wir auf jeden Fall gesagt, ist es ein höherer Anteil für Versandbuchhandel, wenn die Eltern sich gerade auch mit anderen Eltern auf Versandbuchhändlerseite informieren möchten durch Bewertungen, dass andere Eltern sagen, okay, das hat meinem Kind von einer 5 auf eine 4 geholfen, dass sie sich da auch online auf jeden Fall einiges kaufen werden. Ja. Vielen Dank. Auch hier eine große Chance für Paid Content. Ja. Dann kommen wir zur letzten Gruppe, eine Meldung. Können Sie das am Schluss machen? Super. Dann kommen wir nämlich, wie immer, die Studenten sind die Letzten. Willkommen zu der studentischen Gruppe, studentisches Lernen. Haben wir schon die Zahlen? Hallo, mein Name ist Peter Schmidt-Meil, ich bin Programmleiter fürs Computer- und Fotobuch beim Franzis Verlag. Habe eigentlich nicht so viel mit Studenten als Kunden zu tun, aber die drei Frauen und ein Mann starke Gruppe hat ansonsten genug studentische Kompetenz an den Tag gelegt. Und ich kann mich auch noch diffus erinnern, ich war übrigens der eine, der sich für die Naturwissenschaften angemeldet hatte. Ich gehe dann noch. Okay, wir haben eigentlich drei Sachen rausgearbeitet in der ganzen Geschichte. Insgesamt haben wir gesagt, das Marktvolumen, glauben wir sogar, dass es ein bisschen steigen wird. Es standen 600 Millionen drin, wir haben stolze 610 Millionen draus gemacht. Das war eine interessante Debatte, weil wir eigentlich gesagt haben, die demografische Entwicklung deutet in die Richtung, dass es weniger Studenten geben wird und dementsprechend eigentlich auch der Markt sinken müsste. Aber da wir daraus folgend einen Fachkräftemangel haben werden, wird der Staat auf der einen Seite hingehen und dann mehr in den Studenten hinein investieren. Wir reden hier auch von einem Marktvolumen, natürlich nicht nur was die Studenten kaufen, sondern auch was die Unis kaufen, ne, von Verlagen oder wie auch immer.
Und das der andere Punkt ist, dass es halt eben nicht nur die klassischen Medien geben wird, sondern auch elektronische Medien und damit auch Dienste und Services. Und die muss man erstmal machen, die muss man erstmal aufbauen, die muss man kontinuierlich mit Daten befüttern. Sprich, das werden auch durchaus ziemlich teure Lösungen werden. Und so kann man da ein paar Sachen kompensieren, die durch den demografischen Wandel verloren gehen. Und ein anderer Faktor, der vielleicht noch eine Rolle spielen kann, ist, dass es ja auch außerhalb der reinen Universität, zum Teil durch Unternehmen getrieben, Weiterbildungsmöglichkeiten gibt, die auch mit Zertifikaten, mit Abschlüssen beendet werden. Aus meinem Fachbereich von Computern kann ich nur die Geschichten erzählen von Microsoft, von Adobe, von Cisco, großen Unternehmen, die fertige Studenten nehmen und die mit ganzen Bibliotheken und eigenen Zertifikaten versorgen, damit die auch schön die Bücher kaufen, schön bei denen die Ausbildung machen, dann ein Zertifikat bekommen und dadurch besser Jobchancen haben, schlicht und ergreifend. Wenn wir uns die Medienformen anschauen, ja, da fällt auf, dass die printlastigen Bereiche, das war ziemlich radikal, weitgehend abbauen. Die Zeitschriften waren bei 10%, jetzt steht da noch, naja, wir haben eins gelassen. Gibt ja vielleicht noch ein paar Geisteswissenschaftler, die dann gerne noch im Print aktiv sind. Wir gehen auch davon aus, dass bei den Studenten, ja, also die studentische Zielgruppe selbst, das sind Early Adopter, das sind Leute, die immer mit technologischen Sachen, die wachsen damit auf, jetzt schon, in der Zukunft noch viel mehr, die werden immer ganz vorne dabei sein, was die Nutzung von technischen Devices angeht, wie auch immer die aussehen mögen in 2025. Und dementsprechend ist klar, dass die einfach auch die Bodenhaftung zum Thema Print vielleicht schneller verlieren als andere Zielgruppen und entsprechend andere Bereiche. Der Bereich Buch eben auch von 50 auf ja, 13, also irgendjemand hat bei uns gesagt, 13,2 muss da stehen, das hat Excel dann nicht abbilden können. Dementsprechend da 13%, vielleicht würde es der ein oder andere als Glücks- oder Unglückszahl sehen. Die Bereiche Zeitung, TV und Radio haben sowieso nie eine Rolle gespielt und wir glauben auch nicht, dass sich das dann ändern wird. Der Bereich Internet, der kam von 35% jetzt auf 50 rauf. Also es ist klar, dass es da auch immer mehr Informationen gibt und dass gerade auch die Studenten sehr gewitzt sind, sich diese Informationen auch zu holen. Aber dass eben auch dieser Bereich Paid Content steigen wird und dass es auch hier eben darauf ankommt, dass die entsprechenden Anbieter einfach ja, gute Angebote machen, gute Services bieten, die entweder uniweit funktionieren oder dann auf den einzelnen Studenten und seinen persönlichen Studiengang zugeschnitten sind. Also hier gibt es auch wirklich ganz große Chancen für die Verlage, dass sie da einfach Angebote machen müssen, die so attraktiv sind, sowohl inhaltlich als auch preislich, dass sie dem kostenlosen Internet massiv Konkurrenz machen. Und was wir auch festgestellt haben, ist, wir glauben, dass gerade in diesem studentischen Markt, wo es ja darum geht, dass ich Informationen kaufen muss, um mein Studium zu bestehen, dass man da auch die Produkte, die man macht, von dieser Muss-Nummer ein bisschen mehr auf die ich will sie haben, haptisch, qualitativ, wie auch immer, anspruchsvoll macht, dass man ein bisschen mehr Spaß beim Lernen hat, dass man da Informationen anders und wesentlich attraktiver serviert bekommt, als das in manchem klassischen Bleiwüstenbuch heute noch der Fall ist. Wenn wir uns die Vertriebswege anschauen, die gute Nachricht ist, der Buchhandel lebt. auch in 2025 irgendwie Buchhandel. Der Versandbuchhandel lebt besser. Und dazu kommen noch die Aggregatoren, die hier mit 25% relativ hoch bewertet werden. Das ist einfach auch eine Geschichte, wo wir die gerade vorhin angesprochenen technischen Systeme, um die Studenten mit Informationen zu versorgen, die Informationslieferanten dafür, das sind die Aggregatoren, die sich gerade ja, durchaus breit machen und sehr attraktive Dinge dort bieten. Es kann natürlich auch sein, dass eine große Buchhandlungskette, die spezialisiert ist auf den Bereich studentisches Lernen, selbst zum Aggregator wird, selbst solche Anbieter, solche Sachen anbieten kann. Und im Versandbuchhandel ist halt die Online-Affinität einfach beim Einkaufen der studentischen Zielgruppe, denken wir sehr hoch, sprich Amazon wird dort eine große Rolle spielen. Alle, die interessante und attraktive Angebote dort bieten. Und auch hier, denke ich mal, werden so Sachen wie eben Apps auf entweder Apple oder Android oder was auch immer für Systeme, das in 2025 geben wird, eine zunehmende Rolle spielen. Die haben wir eben auch hier in diesem Versandhandel damit drin, weil ja auch Online-Anbieter damit definiert werden. Genau, das war's dann eigentlich. Vielen Dank.
So, da kommt schon die Schürze. Jetzt kommen, streben wir dem Unterholz an dem Höhepunkt entgegen. Ich möchte mich zunächst mal bedanken bei den Gruppen und bei denjenigen, die jetzt präsentiert haben. Wir hatten uns hier 8 Uhr vorgenommen und wenn Sie auf die Uhr schauen, ist es 8 Uhr. Wir wollten jetzt keine Meldung mehr entgegennehmen, sondern... Das wäre vielleicht wichtig. Schaffen Sie es bis 8? Ja, okay. Ja. Sei gerade nur kurz, ich spare Ihnen kleine Details, es ist toll, dass Sie zusammenkommen, aber eine Sache ist doch merkwürdig, der Begriff kostenlos sollte doch langsamer erledigt haben, weil nur weil etwas frei ist, heißt es nicht, dass es nichts gekostet hat, dass Menschen dafür was gemacht haben und dass Sie vielleicht lernen sollen, als Branche, die mit Informationen arbeitet, diesen zivilgesellschaftlichen Prozess zu unterstützen und zu nutzen, als ihn mit kostenlos, was ja hier in diesem Raum ab und zu gerne so als negativ betrachtet wird, so abzuwerten. Das ist so ein bisschen, was mir noch aufgefallen ist, aber das ist toll, was hier passiert ist. Okay, vielen Dank. Nochmal ein Hinweis über Begriffsdefinitionen. Sie sehen, viele Köche verderben den Brei. Nein, das hoffe ich nicht. 3 Spitzenköche werden den Brei optimal anrühren. Bevor ich aber, Frau Kolb, das Mikrofon an Sie übergebe, muss ich noch etwas tun, nämlich den Moderatoren danken. Ich hoffe, stehen Sie nochmal auf. Wir sind die Moderatoren. Ich hoffe, Sie haben gemerkt, wie stark das und wie wichtig das auch für Ihre Gruppenergebnisse waren. Und das ist wirklich sehr hoch anzusetzen, dass Sie sich hier auch in den Kreis der 12 Ender, die wir ja zum Teil in den Gruppen hatten, begeben haben. Also vielen Dank, ganz wesentlicher Beitrag zum Erfolg. Die Zahlen, die Sie heute gesehen haben, werden wir kompilieren und die bekommt morgen früh jeder Teilnehmer in die Hand, sodass wir dann eine Grundlage haben, weiter zu diskutieren. Und jetzt bin ich am Ende. Vielen Dank. Soweit. Frau Kolb, jetzt kriegen Sie das Mikrofon. Ja. Wir sind nicht am Ende. Für alle, die mich nicht kennen, Monika Kolb, Geschäftsführerin am Media Campus und im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen vom Media Campus ganz herzlich willkommen und schön, dass Sie alle da sind. Ja, Bildung, ohne Bildung keine Zukunft. Ich glaube, darum ist es vorhin richtig, dass die Zukunftskonferenz auf einem Bildungscampus, nämlich bei uns, stattgefunden hat. Wir waren diesmal nicht für die Bildungsinhalte oder das Programm zuständig, sondern sind zuständig für ihr Wohlergehen. Wohlergehen heißt, dass die Räume hergerichtet sind, dass die Stühle immer richtig gestellt sind, die Namensschilder. Also wir sind wirklich seit einer Woche in hochaktiven Battlen, damit hier alles reibungslos klappt. Aber unsere Organisationsaufgabe reicht natürlich auch über das Stühleschieben hinaus. Nämlich wir sind für den Abendevent zuständig. Und auf meinem Papier steht, dass wir heute Abend den Sommer sozusagen verlängern. Das hat leider nicht geklappt, also es ist kalt und es ist auch unangenehm. Wir schauen ungefähr seit 2 Tagen entweder in wetter.de oder wie heißt der Wetter Online, aber wir haben noch einen ganz sympathischen Agrarwetter.de, war super, hat Sonne gebracht, aber hat leider nicht funktioniert. Ja. Aber wir haben keine Ideen gescheut und wollten eigentlich heute für Sie ein ganz großes Lagerfeuer machen. Und bis vor ein paar Stunden war auch alles klar. Jetzt ist der Feuermacher nicht gekommen. Also wir befürchten Schlimmes. Wir hoffen tatsächlich nur, dass er uns in den letzten paar Stunden einfach vergessen hat. Aber es wird also kein Feuer geben, aber wir haben schon geahnt, dass irgendwas heute schief geht und haben daher oben an der Bibliothek alles ganz kuschelig hergerichtet. Das heißt, die People Lounge, das ganze Bibliotheksgebäude ist hergerichtet, wo wir gleich gemeinsam essen können. Und zwar heute ganz besonders, wenn ich bitte meine Mitköchin neben mich bitten dürfte. Das ist natürlich über also wir sind sozusagen das Kochteam. Ja? Wir werden Sie heute bekommen. Und was es gibt, Frau Hesse, nämlich die Frau Hesse ist wirklich eigentlich die Wichtigste heute, die alles organisiert hat, alles besorgt hat und die uns jetzt berichtet, was es gibt, wo es gibt und wie man das zu sich. Also Sie müssen jetzt erstmal all den Fackeln folgen.
dann finden Sie auch das Essen. Es gibt eigentlich alles auf Stöcken, aber da das Feuer nicht da ist, ja, müssen Sie zwei Herren nun alles auf Stöcken grillen. Aber das kriegen Sie hin, ich bin ganz überzeugt davon. Es gibt Wurst auf Stock, es gibt Mais auf Stock, es gibt Hühnchen auf Stock und es gibt Brot auf Stock. Man kann das natürlich auch alles von den Stöcken abnehmen. So, es gibt noch ein paar Wraps und es gibt auch vegetarische Spieße auf Stock. Was ich Ihnen sagen darf, das Bier und der Wein, es kommt als Letztes. Bier und Wein so kriegen Sie aus Gläsern oder aus der Flasche, da kann ich Sie beruhigen. Und natürlich gibt es selbstgemachte Crepes von Frau Kolb. Sind hungrig und jetzt darf ich die drei Köche bitte bitten, schon mal vorzugehen und die Grills anzuschmeißen. Bitte.